Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Wir haben letztes Mal die Story abgeschlossen, aber nichtsdestotrotz soll uns das nicht davon abbringen, weiter herumzuforschen und mal zu schauen, ob es vielleicht noch ein True Ending gibt. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge schaffen oder wie viel wir herausfinden, aber wir werden sehen. Und dann lasst uns auch direkt reinstarten in Alleinsterben und Schnittraumetage, würde ich einfach mal behaupten. Die Frage ist, wo wollen wir denn ansetzen? Ich glaube, was ich ausprobieren wollen würde, wäre der Moment, wo Frank Stone da aus dem Gerät rauskommt. Ich weiß nur leider nicht, wo ich das finde. Das ist sehr weit hinten. Sehr, sehr weit hinten. Das Heiligtum, hier waren wir in dem Museum. Hier holen wir anscheinend gerade Dingsterbumster heraus. Also wir werden kein komplettes Playthrough machen. Was wir allerdings sehen, ist, dass wir hier noch einige Sachen übersehen haben. Was auch ganz interessant ist. Falls wir alle Collectibles finden wollen. Ich weiß nicht genau, was uns das bringt, aber wäre auf jeden Fall eine Option. Wie sieht es denn hier aus? Chris traf Maddie. Da haben wir sie anscheinend gerade rausgeholt. Stan gerettet. Chris blieb. Ja, ich glaube, hier können wir einsteigen. In Chris blieb. Damit fangen wir mal an, wenn das denn so einfach geht. Können wir einfach hier reingehen? Irgendwie? Auswählen. Was sagt denn das Tutorial? Die Schnittraumetage ist eine Zeitachse, die der Geschichte von The Casting of Frank Stone folgt. Hier kannst du sowohl deinen aktuellen Pfad in der Story als auch die Stellen sehen, an der die Handlung sich basierend auf deinen Entscheidungen und Aktionen verzweigt. Du kannst zu bereits gespielten Punkten in der Story springen, um die Ergebnisse zu ändern, andere Verzweigungen freizuschalten und Sammelobjekte zu finden, die du verpasst hast. Ja. Was ich mich allerdings frage, ist, wie kommen wir hier rein? Oder können wir nur. Ah, wie. Ja, okay. Wir können nur hier starten. Also immer am Anfang eines jeden Kapitels, nicht mittendrin. Dann starten wir hier doch einfach mal rein. Müssen wir gedrückt halten. In the House of Madness, Kapitel 10. Das ist jetzt da, wo Chris gerade aus dem Portal wieder herauskommt. Die Frage ist, können wir Cutscenes skippen? Wahrscheinlich nicht, weil wir ja relativ, also relevante Entscheidungen treffen müssen in den Cutscenes. Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das? Alles okay, alles okay. Du bist nicht Bonnie? Nein, ich, Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Ja, wir treffen einfach mal so ein paar andere Entscheidungen, zumindest hier, um andere Dialoge zu ja, hören. sie ist die Schwester von meinem Freund. Dein Freund? Heime. Was? Wir haben gerade eine Szene gedreht und er. Wir waren. Oh Gott! Heime! Nicht mein Onkel, Heime. Onkel? Tja, wir wissen jetzt natürlich, was hier abgeht. Die wissen es immer noch nicht so ganz. Aber mal schauen. Maddie! Oh mein Gott! Da ist dieses Ding! Es will mich umbringen! Oh, wir könnten Stan da auch sterben lassen, aber ich glaube, das wollen wir nicht. Hier vor sich. Wer verdammt ist die? Weil der soll sich opfern, um Frank Stone da rauszuholen. Also das war zumindest mein Gedanke. Um zu gucken, was das bringt. Warum? Keine Ahnung! Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Daran bist du gekommen?
Ich glaube ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Das wollen wir, glaube ich, nicht probieren. Es wird sie sehr wahrscheinlich umbringen, wenn es sie nicht einsperren wird. Wenn ich zurückgehe, bringt's mich um. Hey, schon gut. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber im Moment ist es hier auch nicht so sicher. Wir sollten los. Also mein Gedanke wäre es jetzt erstmal, Chris zu retten. Um zu gucken, ob das irgendwie ein anderes Ende hervorruft. Und eventuell auch den Polizisten, den Polizeichef, indem wir eben Stan opfern. Weil der ja sowieso sonst sterben würde. Kennst du Linda? Linda Castle? Oh, jetzt verstehe ich. Bist ein zäher Hund, was? Bist du ihr gefolgt? Gefolgt? Nein, wir sind zusammengekommen. Aber sicher. Wo ist sie? Ich muss sie sehen. Okay, normalerweise habe ich kein Interesse an perverser Stalker-Scheiße, aber ich könnte euch einander vorstellen. Er ist so ein Vollidiot, ey. Und das war er bis zu seinem Ende. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe vergessen, wie die Quicktime-Events hier funktionieren. Wir haben gerade... Wir haben gerade Stan verloren. Oh nein. Nein, nein, nein. Scheiße, wir müssen weg. Los jetzt, los jetzt, los jetzt. Beruhigt euch doch, warum? Ich weiß nicht, warum die vor der abhauen, weil wir haben ja hinterher gesehen, es ist einfach nur eine alte Dame. Also sie ist ja nicht furchterregend. Es sei denn, die hat da ein anderes Aussehen. But I don't know. Naja, goodbye Stan. Das heißt aber, das fände ich aber auch ganz interessant, wir könnten Linda opfern. In der Aktion mit Frank Stone. Weil meine Theorie ist ja, dass am Ende, also dass wir irgendwie schaffen müssen, dass alle Charaktere überleben. Und dann können wir schauen, ob Linda trotzdem am Ende da sitzen wird in ihrer älteren Form. Das würde dann nämlich bedeuten, dass die Enden übergreifend sind. Oder dass sich das Spiel zumindest merkt, was man schon getan hat. Schon gut. Wir gehen hier noch alle drauf. Kann ich das irgendwie überspringen? Anscheinend nicht, weil hier passiert ja nichts Relevantes. Also, nichts Relevantes, wo ich Entscheidungen treffen muss. Ich meine, es wird jetzt mittlerweile schon passiert sein, aber ich sag's euch trotzdem einfach nochmal, ich werde für euch das Unrelevante skippen. Ihr habt's ja auch schon gesehen. Ich werde nur Sachen drin lassen, die, sag ich mal, neu sind. Und naja, gut, hier haben wir jetzt direkt was Neues, weil ich meine, Stan ist nicht mit dabei. Ich sehe gar nichts. Aber ich glaube, viel am Dialog wird sich auch nicht ändern. So seltsam. Alles okay? Das wundert mich halt auch. Du bist vor der Gestalt geflüchtet, aber wir haben ja gar nicht die Wahl gehabt. Der Typ ist gestorben. Vor unseren Augen. Ja. War er dein Freund? Ich kannte ihn nicht sehr gut und er war eine echte Nervensäge, aber er war okay. Das hat er nicht verdient. Ja, that's true. Niemand verdient sowas. Aber wenn man sich entscheiden muss zwischen ihm und anderen, dann doch lieber er. Was? Wenn es dir etwas besser geht, kannst du mir vielleicht erzählen, wo du hergekommen bist. Woran du dich erinnerst. Vielleicht hilft das? Was? Du meinst, Linda ist hier? Linda Castle? Ja, genau. Wir müssen sie finden, bitte. Wir sind Freunde. Ja, ja. Gute Idee. Suchen wir nach Linda. Sie hat zwar vorher nicht von Linda gesprochen, aber okay. Wir können hier noch das Amulett finden. Wow, das ist, glaube ich, in dem Zimmer hier. Ein normaler Raum. Kaum zu fassen. Aber wir wissen ja, dass das sie verbrannt hat. Das heißt, wir sollten das... Frühere Opfer. Wir nehmen es mal selber. Ich hätte es ansonsten Stan gegeben, aber wir nehmen es mal selber. Ich glaube, es funktioniert auch nur als Schutz, wenn man die Person kannte. Vorsichtig, ja. Vielleicht trage ich ihn mal ein wenig. Und, naja, wenn ich sterbe, war's halt Quatsch. Das hält dich für egoistisch. Hey, mach dir jetzt keine Gedanken. Wir gehen einfach weiter.
Was passiert eigentlich, wenn wir nicht da runtergehen? Können wir das überhaupt? Können wir auch woanders hingehen? Also hier nicht. Türen, Türen, Türen. Anscheinend nicht. Okay, das heißt, wir müssen den Geheimgang da finden und ihn erkunden. Es sei denn, wir können ganz zurückgehen. I mean, can try. Die Türen hier sind auf jeden Fall wieder weg. Und hier ist auch sonst nichts. Nee, es gibt nur einen Pfad vorwärts. Und der führt durch den Geheimgang. Hey, gut. Open Salami. Wow. Ein Geheimgang. Ein echter Geheimgang. Ein Geheimgang. Warum auch nicht? Wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, mir eine Mansion zu bauen, baue ich da auch Geheimgänge ein. So, aber wir befinden uns hier wieder im Glashaus. Die anderen sollten ja jetzt auch gleich hier hinkommen. Und dann haben wir wieder die Sequenz mit Frank Stone. Und da Stan jetzt nicht da ist, wer wird denn überhaupt gepackt? Also ich gehe mal, also ich lasse auf jeden Fall mal Linda sich opfern. Du musst das verstehen. Warum sollte ich? Ich kenne dich nicht mal. Und ich werde sie dann nicht retten. Wo ist Stan? Ja, wo ist Stan? Was? Ah, dieser Volltrottel. Wie kannst du das sagen? Er war ein Mensch und er ist tot. Ja, was euch vor Augen führen sollte, wie ernst die Situation wirklich ist. Für uns alle. Stan wollte uns vor dir warnen. Und jetzt ist er tot. Meines Wissens ist das deine Schuld. Glaub mir. What? Ich mochte den Kerl nicht, aber... Ich glaube dir kein einziges Wort. Du bist nicht Sam Green. Du bist nicht aus Cedar Hills. Ich gebe zu, zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr, als du denkst. Aber wer auch immer ich für dich bin, du kannst mir trauen. Das musst du. Nenn mir einen guten Grund. Du hast Augustins Archiv gesehen. Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film. Sie sammelt jedes Stück von dem Film, das jemals möglicherweise hätte existieren können. Was soll das bitte schön heißen? Du kannst nichts davon beweisen. Wie gesagt, einfach andere Dialoge. Du kannst nichts davon beweisen. Du gibst uns keinerlei konkrete Tatsachen. Oder Antworten. Nur Zweifel. Es ist eine komplexe Situation. Augustin war da sehr klar. Gib ihr den Film. Obwohl Linda das eigentlich sehen müsste, was da abgeht. Also, ja. Find's immer noch komisch. Tut es. Aber dir vertraue ich auch nicht. Linda? Linda! Du bist alt. Was ist passiert? Wir waren im Stahlwerk und... Was? Du bist so alt! Ich finde, Linda ist auch viel zu wenig überrascht jetzt. So was. Solche Dinge, die können passieren. Manchmal. Ja, und der Film geht los. Ist das etwa euer Film? Ja, ist es. Eigentlich führe ich Regie. Hast du dein Stück vom Film? Ja. Ich frage mich, was den Unterschied macht, ob Chris dabei ist oder nicht. Warum sind diese Filmbänder so wichtig? Woher wissen wir, dass er sie nicht einfach selbst behalten will? Tun wir nicht. Aber das Risiko müssen wir eingehen. Dann geht das mal bitte ein bisschen schneller ein. Marie? Ich muss den echten Film sehen. Was? Wo ist es? Nein, 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 nein. Es war genau hier. Es war hier drin. Was ist mit Stans Stück? Hat es jemand gesehen? Was ist damit? Es muss noch in seiner Tasche sein. Bei der Leiche. Ich weiß nicht. Kann's nicht sagen. Augustin zieht hier eine Menge Fäden.
Sie war uns meilenweit voraus. Ja. Hey, hast du, was du wolltest? Bist du fertig mit den Spielchen? Warum lässt sie uns den Film ansehen? Ich frage mich jetzt echt, wer als erstes gepackt wird. Achso, wir sehen jetzt auch erstmal, was hier in der Vergangenheit passiert. Ja, das können wir auch alles skippen. Weg, weg, weg. Ja, ja, das ist eigentlich nicht passiert. Blabli blub, wir wissen es. Macht mal voran hier. Diese Reaktion ist einfach viel zu spät. Nein. Nein, so war es nicht. Aufgebracht. Die es niemals gab. Niemals. Was? Da war irgendein Übersetzungsfehler. Nicht mehr aus. Ich muss die es niemals gab. Hallo Augustin. Nein! Sie ist schrecklicher als das Monster. Oder was habt ihr auf dem Film gesehen? Ja, der Abschnitt mit dem Sheriff. Ich meine, ich kann mal mit dem Sheriff nicht verkacken bei dem Film, aber naja. Chris Keime und ich einen Weg in Franks Versteck gefunden und... Ja, ich sehe euch, wenn es soweit ist. So, da sind wir und haben Linda gefunden, der es nicht so gut geht. Und jetzt müssen wir uns gegen den Typen verteidigen und nicht verkacken. Los, weg hier. Ich halte es auf. Der Vorteil ist, jetzt bin ich darauf vorbereitet, was passiert. Und mit diesen Quicktime-Events unten links in der Ecke vertraut. Okay, war ja anscheinend relativ easy. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt für einen Unterschied macht. Vor allen Dingen, da der sich immer noch auf uns konzentriert, aber... Er hilft Linda. Was ist los? Was? Vergiss es. Die Frage ist, was würde denn passieren, wenn wir... Ich meine, dafür müssten wir die alle opfern, aber was würde denn passieren, wenn wir ihn gar nicht in der Kamera einsperren? Das wäre vielleicht auch noch eine nette Option. Ob das überhaupt geht oder ob dann einfach Game Over ist. Weil das würde ja dazu führen, dass er in der Zukunft gar nicht kommen kann. Haben wir es gestoppt? Ist es vorbei? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Ja, die Cutscene ist aber eigentlich relativ die gleiche, egal jetzt ob Linda das macht oder er. Es passiert ja nicht viel anderes.
Aber ich werde auf jeden Fall mal gucken, was auch passiert, wenn Linda und der Polizist verkacken. Kapitel 14. Ach, OBS. Ich weiß echt nicht, was das immer soll mit OBS, dass es crasht und dann trotzdem weiter aufnimmt, aber naja. Besser so als andersrum. Ich weiß nur nicht, ob es das wirklich unendlich lange tut, deswegen starte ich es immer lieber trotzdem neu. Ich weiß auch nicht, warum es überhaupt crasht, aber naja. Das soll euch nicht stören, das ist ein Problem, was ich habe. Solange kein Content gecuttet wird, ist ja alles gut. Du hast einen Scheißfilm. Was willst du noch? Ein Opfer. Oder sehr viele Opfer. Du hast mich belogen. Das habe ich nicht. Ja, na sicher. Du hast. Wir kriegen das jetzt aber, weil Stan nicht dabei ist, gar nicht mit, ne? Der hat das beim letzten Mal bemerkt. Ja, deswegen wurde er auch beim ersten Mal gepackt. Meine Mom ist gestorben. Du wusstest von meiner Trauer und du hast es ausgenutzt. Aber kann Frank Stone da überhaupt raus, wenn er kein Opfer bekommt? Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen. Ach nee, Chris bekommt das mit. Oh, Chris wird gepackt. Nee, Chris wollen wir auf jeden Fall retten. Die wollen wir auf jeden Fall retten. Jetzt wird sie schon wieder gepackt. Ich will Chris nicht opfern. Chris muss überleben. Aber jetzt wird wahrscheinlich wieder der Polizist. Ja, natürlich wird er jetzt gepackt. Jesus, naja, wir müssen Chris erstmal da durchbringen. Ja, schade, hätte Stan mal überlebt. Fuck! Schicksal getrennt. Und jetzt haben wir auch das andere Problem, er hat nicht Stan, auf den er sich zuerst konzentrieren kann. Ist irgendwie alles kacke gerade. Wen schnappt er sich jetzt? Erstmal wehrt sich der Polizist ein wenig. Der ist eine Riesenhilfe da drin. Das wäre Stan, glaube ich, nicht. Chris entkommt auch und er hat kein Opfer mehr. Wo ist es? Ist das K.O. vom Stromausfall? Scheiße, so sind wir hier gelandet. Es muss einen anderen Ausweg geben. Oh, das wäre auch noch interessant, wenn wir Madison nicht helfen. Wir den Loot hier nicht schon? Warum tingeln meine Loot-Senses? Was für eine Scheiße gerade passiert ist? Das hatten wir doch schon, oder? Ja, glaub mir. Das wird sich gern.
Ja, wir müssen den Generator wieder reparieren. Könnte auch der Aufzug funktionieren. Probieren wir es. Warum sind die eigentlich alle so schlecht darin, Generatoren zu reparieren und dann... Also so, dass es erstmal Puff macht und dann sind es auf einmal die Ultra-Profis da drin. Also ich wüsste nicht mal, was ich da zu tun hätte. Und die wissen das irgendwie alle so, als wäre es Common Knowledge. So, Generator repariert. Ab in den Aufzug, aber wir lassen Madison zurück, wenn das geht. Meinst du, der Aufzug geht wieder? Finden wir es raus. Charaktertechnisch in einem richtigen Playthrough würde ich das natürlich nie machen, aber wir müssen da ein paar andere Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, weil wir haben ja Linda auch schon bei den Überlebenden mit dabei, deswegen schauen wir einfach mal. Hi. Zurücklassen. Sorry, Madison. Tschüss. Jesus. Das nennt man wohl Karma. Maddie wurde gefangen genommen. Und Chris könnte jetzt theoretisch da durch. Die Frage ist, sollen wir das probieren? Ich meine, wir werden ja sehen, ob Linda noch da ist, weil sie wäre ja theoretisch jetzt auch tot. Ich weiß auch nicht, was das bringt, wenn sie da reingeht. Aber wir können es einfach mal ausprobieren. Weil in der Dings stand ja, der Anhänger hat sie verbrannt. Das sollte jetzt hoffentlich nicht passieren. Oh, Scheiße. Den Anhänger hat sie ja jetzt nicht mehr. Durchhalten. Die Frage ist, ob das vielleicht ein schlimmeres Schicksal als der Tod ist, wenn der Anhänger eigentlich beschützend wirken sollte. Was sie durch die Leinwand im Observatorium gezwängt. Ja, aber wo sind wir jetzt? Das ist die viel bessere Frage. Was ist jetzt passiert? Wir wurden gefangen genommen. Also auf jeden Fall schon mal ein anderes Ende. Diesmal kriegen wir es hin. Hm. Und wenn nicht, kannst du dich nach dem Dreh angemessen bei mir entschuldigen. Schmeckt wie Pfefferminz-Hustensaft. Ja, mein Würgen war ganz echt. Das war's wert. Soll ich gehen? Okay, okay. Macht euch bereit, alles auf Anfang. Kommt da jetzt eine zweite Chris raus, oder wie? Weiter. Das wäre ja wohl mal ultra der Brainfuck. Okay, Ton läuft. Kamera läuft. Also gut, alle auf Position. Und halten. Und halten. Und Action.
Alles klar. Chris tauchte während der ursprünglichen Dreharbeiten wieder auf. Sie kann eigentlich jetzt alles verändern in dem Universum. Oh Mann. Frank Stone hat endlich seine Bestimmung gefunden. Mein Held. Ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Die Macht des Entitus wird alles verschlingen. Was wird aus mir, der Person, die ihm diese Welt dargebracht hat? Ich werde seine treu ergebene Dienerin sein und sein Wissen aufsaugen, an seinem Ruhm teilhaben. Ja, wenn er dich nicht wieder umbringt. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus in dieser Welt. Das ist wunderschön für dich. Es sei denn, er bringt dich um. Wird sie jetzt aufgespießt? Der steht echt auf solche Haken, ne? Faszinierend. Jeder stirbt auf ganz eigene, einsame Weise. Wie ein Fingerabdruck. Doch du und deine Mom, ihr sterbt wohl ziemlich gleich. Ja, ähnlich zumindest. Ich bringe dir die Opfer dar. Demütig erwarte ich meinen Lohn für treue Dienste. Endlos. Nope. Ob es irgendein Szenario gibt, wo sie überlebt? Vielleicht, wenn Frank Stone nie kommt, aber... Diesmal ist mein OBS einfach ohne Crash ausgegangen und das finde ich gar nicht lustig. Vor allem mitten in so einer Cutscene, aber naja. Also Maddie wurde gerade geopfert, falls das nicht mehr drauf war und jetzt, weiß ich nicht, was mit ihr passiert. Sie wird wahrscheinlich auch geopfert. Yep, das ist genau das Gleiche. Aber wie können wir denn dann mehr Opfer bringen? Weil Linda zum Beispiel bringt er ja einfach um. Ich meine, Chris könnte theoretisch noch ein Opfer sein, irgendwie. Dann kommt die Erinnerung zurück.
Unsere Welt wurde von einem Reich jenseits von Zeit verschlungen. Dank mir. Ist das richtig? Oh, what? Holy shit, wir sind jetzt Frank Stone. Wer sitzt da jetzt so alles rum? Egal, ob Killer oder Überlebender, der Entitos spielt auf ewig mit unseren Seelen. Endlose Prüfungen. Ich konnte das nicht richtig erkennen, wer da rumsitzt. Hoffnung, Schmerz, Hoffnung. Nicht mal der Ja gut, Copyright Music, das Problem hatten wir schon letzte Mal. Das können wir gerne überspringen, falls es geht. Naja, zumindest im Schnitt. Post-Credit-Scene ist wahrscheinlich wieder die gleiche, ne? Augustine wird wiedergeboren und trifft auf die alte Dame. Das sieht ganz danach aus. Ja, da ist sie wieder. Wobei ich mich jetzt echt interessiert, was da in dieser Welt mit den zwei Chrises passiert. Vielleicht ist das auch Chris all along. Also sie heißt dann hinterher einfach Augustine. Das ist dann so ein bisschen, na gut, ich will jetzt keine Spoiler zu irgendwelchen Filmen geben, aber... Mir kommt da ein Film in den Sinn, der sehr ähnlich ist. Hi. Gut. Next up, würde ich sagen, wir schauen einfach mal, was passiert, wenn wir Chris Stone gar nicht in der Kamera einfangen. Und wir kriegen wieder Copyright Music. Nein, danke. Bis gleich. Ja gut, dann schauen wir doch mal im Schnittraum. In welchem Kapitel müssen wir denn dann zurück? Ich glaube tatsächlich zu 13 einfach erstmal, wenn wir Frank Stone nicht aufhalten wollen. Dadurch kriegen wir dann das Szenario mit dem Polizisten. Und wir sehen wahrscheinlich gleich... Bonnie nochmal abkratzen, aber ja. Da frage ich mich allerdings auch, ob man sie auch irgendwie retten kann, aber vielleicht hat das was damit zu tun, ob Jaime noch da ist. Nur so weit möchte ich eigentlich nicht zurückspringen. Also das, was wir jetzt auf jeden Fall mal machen werden, ist, wir retten Chris nicht. Nein, so war es nicht. Schauen, was dann mit dem Polizisten passiert. Und wir werden Frank Stone in der Vergangenheit nicht auf Kamera festhalten. So, wir sind wieder der Polizist und müssen die Teenager finden, inklusive Linda. Ich sehe euch gleich bei dem Treffen auf Frank Stone. Eigentlich wäre es der schlauste Move hier, auch die Kamera nicht mitzunehmen, aber das lässt mich das Spiel leider nicht tun. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, selbst wenn wir mit dem Polizisten und Linda verkacken, wird wahrscheinlich der Sohn von ihm ankommen und die Sache beenden. Ich glaube nicht, dass wir drumherum kommen, dass Frank Stone auf dieser Videokassette landet. Es würde mich sehr stark wundern, aber wir werden sehen.
So, da sind wir wieder. Linda, wir kommen. Aber diesmal werden wir alle sterben. Hoffentlich. Um die Zukunft zu retten. Oder so. Okay. Kannst du stehen? Okay, los. Weg hier. Ich halte es auf. Ja, wir werden es diesmal nicht aufhalten. Ich werde gar nichts machen. Nope. Und Linda wird auch verkacken. Linda nahm die Kamera, nachdem du versagtest. Nein, Linda, lass das. Musste man mit ihr das nicht auch machen? Ich hatte das so in Erinnerung, dass man mit ihr das auch machen musste. Jetzt kommt erstmal er rein. Kommt es jetzt? Ja, aber ich mach mal nichts. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich muss es. Never mind. Nee, ich mach nichts. Es tut mir sehr leid, Linda. Ja, jetzt nimmt er die Kamera. Und ihn steuern wir jetzt nicht mehr anscheinend. Ja. Hab ich ja gesagt, dass wahrscheinlich das genau das passiert. Weil es wäre schon sehr merkwürdig, wenn man drumherum kommt. Das würde ja die Zukunft zu hart beeinflussen. Ist gestoppt. Ist es vorbei? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Ich wäre immer noch dafür, wir verbrennen diesen Film. Aber ja. So, Kapitel 14. Es tut mir sehr leid für dich, Chris, aber ich will sehen, was passiert, wenn der Polizist überlebt. Ich hätte auch gern gesehen, was passiert, wenn du nicht da reingehst, aber... Ja. Sollte das einen Sprung in der Kamera darstellen oder was war das für ein, was ist das für ein schwarzes Zeug da? Sam, ist das nicht mega weird für die Linda da, sich selber haben sterben zu sehen? Oder zumindest tot? Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen. Ja, macht mal voran. Frank, komm da raus. Ich glaube, das mit dem Dings war nur ein Bug. Weil jetzt ist es nicht mehr da. Sorry, Chris. Sam, hilf mir mit dir. Aber leider sind wir nicht stark genug. Ich bin wirklich nicht schnell im Klicken. Ah, das ist... Nee. Nee. Ah, verdammt. So ein Mist aber auch. Verdammt! Es ist zu stark!
Ja, ist wirklich sehr schade. Nee, sorry, Chris. Wir waren ja schon als Gruppe nicht stark genug. Die sagt irgendwie komische Sachen. Ich glaube, Linda hat einen Schlaganfall. Was ist das? Das ist Frank Stone. Ich weiß nicht, warum die gegen die Gitter klopfen. Was soll das bringen? Versuch das doch direkt anzuheben. So, Jesus. So, Chris wird jetzt aber wahrscheinlich nicht ihn aufhalten, gehe ich mal davon aus. Oder? Doch. Wo ist Linda? Wo ist Linda? Da ist er wieder, aber das war jetzt weird. Thomasfall? Scheiße, so sind wir hier gelandet. Es muss einen anderen Ausweg geben. Ja, wir müssen das Ding reparieren. Und Loot ist immer da, okay, auch wenn wir das schon hatten. Warum dachte ich, das klappt auf einmal? Ich muss verrückt sein. Ja, but I don't know. So, dieses Mal wissen wir ja, dass wir Maddie nicht zurücklassen dürfen. Da das sonst etwas fatal für uns wäre und für Maddie auch. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt mit dem Polizisten passiert. Und vor allen Dingen hat Maddie auch noch den Anhänger, der sie übrigens nicht beschützt hat. Weder auf die eine noch auf die andere Weise. Beschützen. Halt dich von hier fern, du Scheißkerl! Chris? Okay, Chris ist genauso hilfreich. Aber Stan wäre es, glaube ich, nicht. Geh, ich lenke es ab. Was? Scheiße. Oh mein Linda. Tja, jetzt sind wir wieder da. Und da könnten wir rein theoretisch auf Augustins Vorschlag eingehen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber wir machen es einfach mal. Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Madison, ich bin so froh, dass wir uns endlich unterhalten können. Verdammt, bist du... Was hast du getan? Ah, ja. Eine leider unvermeidliche Reihe von Unglücksfällen. Ich erwarte nicht, dass du jedes Detail verstehst, aber fest steht, man kann das sprichwörtliche Omelette nicht machen, ohne die sprichwörtlichen Eier zu zerbrechen. Eier? Wir sind keine scheiß Eier. Du hast gelogen, betrogen, manipuliert und jetzt... Deswegen hat sie auch sprichwörtlich gesagt. Ich habe dich nie belogen. Red doch keinen Scheiß, Lady. Ich kann dich von den Albträumen befreien. Ich werde es tun. All der Schmerz,
Das heißt im Endeffekt, dass sie dich umbringen wird, würde ich sagen, aber naja. Du musst mir nur sagen, dass du es willst. Okay. Ich... Ja... Ich kann so nicht mehr leben. Ich ertrage diesen Albtraum nicht mehr. Vielleicht ist es Zeit für etwas Neues. Sich Augustin anzuschließen, schien für dich der einzige Weg zu sein, um zu entkommen. Did it though? I don't know. Jetzt sind wir Linda, das ist auch sehr interessant. Hi. Die Sequenz hatten wir nämlich letzte Mal auch gar nicht. Das war nämlich vorher mit Maddie. Das ergibt auch viel mehr Sinn, weil... Jesus! Frank Stone ja Linda verfolgt hat und nicht Maddie. Helfen? Das war mir irgendwie bewusst. Aber ich wollte trotzdem gucken, was passiert. Kann Sam denn jetzt wenigstens entkommen? Oh, wir sind jetzt Sam. Und ich werde es immer wieder tun. Gut, dass wir die Pist... Wow. Jesus. Volltreffer, Arschgesicht. Okay, vielleicht hätten wir auch so entkommen können mit Sam, aber... Wie gesagt, Linda hat ja in einem Ende schon überlebt. Ich will halt wirklich wissen, was passiert, also ob wir da noch weitere Charaktere sehen. Was? Ein offenes Fenster. Aber Linda und Sam, kannst du ihnen helfen? Ich kann nichts für sie tun. Sie müssen ihren Weg allein finden. Kommst du mit? Ja, komm, jetzt sind wir schon auf diesem Pfad. Ja. Ich will, dass dieser Albtraum endet. Das wird er. Komm. Ich frag mich nur, was sie von ihr will. Also, geht's darum, dass sie das Opfer spielen soll? Frag mich nur, ob Linda die Pistole irgendwas genützt hätte, weil Sam hat sie ja offensichtlich nichts genützt. Mein Held, ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Die Macht des Entitus. Ja, blablablub, das kennen wir schon alles. Was ist mit Maddie? Was wird aus mir, der Person, diese Welt dargebracht hat. Ich werde seine treu ergebene Dienerin sein.
und sein Wissen aufsaugen. An seinem Ruhm teilhaben. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus. Sie sind jetzt auf jeden Fall zu zweit. Das heißt aber wahrscheinlich nicht, dass Frank Stone ihnen wohlgesonnen ist. Hinter denen gerade eine Waffe geschwebt in der einen Sequenz in Richtung Himmel. Sagen deine Augen je solche Erhabenheit. Solch pure, unbändige Pracht. Ja, da ist er auf jeden Fall jetzt. Ich glaube aber gerade war so nur sein Arm zu sehen mit der Waffe in der Hand. RIP Maddie. Deine schlimmen Visionen sind bald vorbei. Wie versprochen. Ich bringe dir die Opfer dar. Demütig erwarte ich meinen Lohn für treue Dienste. Endlos. Ja, und sie stirbt trotzdem. Ich habe irgendwie das Gefühl, es braucht mehr Opfer und dann passiert irgendetwas. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir andere Opfer da noch hinbekommen. Die sterben nämlich immer auf dem Weg. Wo ist Maddie jetzt überhaupt? Die lag doch gerade noch neben ihr. Da liegt sie. Und sie wird dieses Mal nicht aufgespießt, ist auch sehr interessant. Jetzt müssten wir ja eigentlich Sam spielen, oder? Versucht gar nicht das Auto. Ja, gut, er hat ja auch keinen Schlüssel. Jetzt sind wir Sam im Wald. Das hast du nie gelernt. Du hast nie gelernt, guten Rat anzunehmen. Warum jetzt anfangen? Okay. Wir kriegen wahrscheinlich die gleichen Sachen wie letztes Mal, nur dass Linda da nicht mit bei sein dürfte, da sie ja tot ist. Also in der Vergangenheit. Das ist der Drugstore. Und in der Gegenwart auch, aber... In Cedar Hills. Ist das wirklich eine gute Idee? Nur so können wir uns sicher sein. Wir müssen sicher sein. Ja. Ja, okay. Die andere Sache ist, in der Welt gab es dann aber nur zwei Schnitte. Aber gut, das heißt ja nichts.
Es ist da. Wie wir vermutet hatten. Was machen wir damit? Wir teilen es auf. Verbrennen es. Ein Stück. Dann bringen wir sie so weit wie möglich voneinander weg und lassen sie unter keinen Umständen wieder zusammenkommen. Verbrennen. Oder in 20.000 Stücke zerteilen. Wir können das hier aber nicht abspielen, ne? Nee. Kann er nicht einen Schritt schneller gehen? Meine Güte, ich weiß, er ist alt, aber so alt doch nun auch wieder nicht. Gerade konnte er doch noch ganz gut rennen. Das kann nicht der einzige Weg sein. Verbrennen? Ich fürchte doch. Können wir den Film nicht einfach verbrennen? Wenn er wirklich irgendwie in dem Streifen gefangen ist, könnte dessen Zerstörung ihn wieder freisetzen. Es könnte dann aber auch, wenn du ihn zerschneidest. Ich will das Risiko nicht eingehen. Du etwa? Oh, Robert. Wenn du nur wüsstest. Und wie gesagt, außerdem, wenn, dann schon in 20 Millionen Teile zerschneiden, wenn man es schon tut. Von mir aus auch in jedes einzelne Bild. Dadurch wird er nicht mehr oder weniger zerstört als das, was ihr da tut. Und die zusammenzusetzen ist wirklich unmöglich. Würde ich mal, also nicht unmöglich, aber. Das dritte Stück. Ich finde wen. Besser, ihr wisst nichts. Was machen wir jetzt? Er ist nur alleine. Wie erklären wir das? Ihr erklärt gar nichts. Ich werde. Ihr? Was auch als nächstes passiert, ist meine Angelegenheit. Meine. Ihr lebt einfach weiter. Denkt nie wieder an das hier. Erzählt niemals irgendwem davon. Ihr hattet nie damit zu tun. Ihr wisst gar nichts. Verstanden? Ich weiß nicht, warum der von seinem Sohn in der Mehrzahl spricht, aber okay. Vor allen Dingen ergibt das noch weniger Sinn im Kontext des, dass ja offensichtlich jemandem das dritte Teil fehlt. Also, dass er ja danach fragt, wer das dritte Teil nimmt. So, Lagerfeuerstelle. Wen haben wir denn da alles? Erwache. Wo bin ich? Dann kommt die Erinnerung zurück. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Wurde von einem Reich jenseits von Raum und Zeit verschlungen. Da vorne ist die Tür. Dann wirst du zum Licht hingezogen, aber hier vorne ist auch etwas. Kann man die wohl öffnen? Ich hätte so gerne Quick Saves. Kann ich die von der anderen Seite öffnen? Ich kann nicht drumherum. Ja gut, I mean. Oh, eine. Oh. Der Trickster. Noch ein Killer, schätze ich. Interessant, dass man hier auch einen finden kann. Das heißt, uns fehlt noch ein Trickster und immer noch, glaube ich, zwei von den Figürchen. Hier hoch kann man nicht, oder? So von oben aufs Lagerfeuer runtergucken. Sieht nicht danach aus. Ja gut, dann schauen wir mal, wer jetzt da alles sitzt. Aufheben? Was ist es? Es ist ein Ring. Blutiger Ring, Augustins Ring. Wie konnte er hierher gelangen?
Sam entdeckte das Lagerfeuer im Wald. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich schätze niemand von euch. Nein. Nein, das kann nicht stimmen. Aber wer ist das? Linda ist auf jeden Fall nicht dabei. Das heißt, meine Vermutung mit, dass alle überleben müssen auf irgendeine Weise in den verschiedenen Zeitachsen, ist schon mal nicht korrekt. Vielleicht ist das auch einfach so eine Dead by Daylight Reference, die ich nicht ganz checke. Das kann natürlich auch sein, dass es eigentlich was mit dem anderen Spiel zu tun hat. Das ist irgendwie so Dead by Daylight, deswegen, also die gehen jetzt auf so eine Mission, wie sie bei Dead by Daylight tun. Und dass es deswegen halt random Leute sind oder vielleicht sogar Charaktere aus Dead by Daylight. I don't know, aber die Credits laufen schon wieder durch, ich habe keinen Bock auf Copyright-Zeug, also bis gleich. Ja, das war ein weiteres Ende bei The Casting of Frank Stone und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir uns jetzt noch genau angucken könnten. Deswegen würde ich ehrlich gesagt eher dazu übergehen, zu gucken, wo wir Relikte oder dergleichen gefunden haben. Aber so wie es aussieht, hier Augustin verraten ist immer dabei. Das Lagerfeuer können wir auf jeden Fall ein paar Mal spielen. Also, was heißt ein paar Mal spielen, aber niemand entkam, gibt es hier Sam entkam, Maddie entkam, es gibt wahrscheinlich noch Linda. Wenn wir Sam nicht, also wenn wir Linda retten oder flüchten lassen, statt sie Sam helfen zu lassen. Und dann gibt es vielleicht noch Chris, I guess. Aber ja, wir gucken mal, wo wir noch ein paar Sachen vergessen haben. Werden diese überhaupt angezeigt? Jeweils am Anfang des Kapitels oder auch mittendrin. Wir haben hier auf jeden Fall eins, das ist aber eher am Ende. Hier haben wir sehr viele Pfade, die wir überhaupt nicht haben. Wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil dafür vielleicht Reime oder so überleben muss. Ich hoffe nur, da ist nichts, was man holen könnte. Hier ist auf jeden Fall etwas, was uns fehlt im Archiv. Eine Notiz und ein Relikt. Ein Relic. Ohne T. Spielen wir doch einfach mal das. Wir sehen übrigens hier auch in unserer Sammlung, ich meine, wir haben jetzt noch einen Relic gefunden. Dass uns tatsächlich genau zwei Stück fehlen. Auch wenn hier irgendwie 11, warte mal, hier steht 11 von 12. 1, 2, 3, 4. Achso, das ist nur, wenn ich da draufklicke. Uns fehlt das zweite und das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier wird wahrscheinlich das 7. sein im Archiv. Und hier fehlt uns auch genau, ja, fehlen uns genau zwei Sachen. Den blutigen Ring haben wir jetzt auch gefunden. Ich glaube, bei den anderen hatten wir alle. Das bin ich gerade schon einmal kurz durchgegangen. Ne, hier fehlt tatsächlich auch noch eins. Mal sehen, das könnte aber auch sein, dass wir das hier finden. Weil das bezieht sich auf die Murder Mill. Wo sollten wir das denn finden, wenn nicht hier? Hier haben wir übrigens Schicksale. Aber diese Schicksale, die aktualisieren sich halt immer je nach Strang. Also da gibt es auch nicht jetzt eine gewisse Anzahl. Wie man sieht, hier sind keine locked, aber Madison hat nicht nur vier Schicksale. Aber ja, gucken wir hier doch einfach mal. Also das ist
Auf jeden Fall etwas. Die Mördermill-Sachen, die hatten wir auf jeden Fall schon gefunden. Die ja irgendwie dann nicht Mördermill heißen. Hier haben wir etwas. Willst du darauf nicht reagieren oder so? Okay. Aufheben. Gewaltstreifen sorgt für Kinoblutbad. Eine Vorstellung von Mördermill. Moment. Die nie stattgefunden hat. Was ist und hier das? Ist der Mörder. Und ich dachte, merkwürdiger kann es nicht werden. Ja. Schöne Vogelscheuche. Oder irgendwie sowas. Das müssten die beiden sein, die uns gefehlt haben. Also hier. Ja. Die Krankenschwester ist eine Krankenschwester. Ich erkenne da keine Krankenschwester. Aber okay, jedem das seine. Dann müssten wir eine noch relativ am Anfang übersehen haben. Und das wird das letzte von der Mördermill gewesen sein. Naja, der falsche Arm, den er da auf dem Stuhl getragen hat. Gut. Können wir... Ich glaube, wir können eigentlich direkt ins Menü gehen. Weil viel können wir jetzt hier nicht machen. Ich will nicht viel durchspielen. So, hier haben wir die Sachen gefunden. Hier fehlt ganz offensichtlich eine Kiste und die ist mir ja auch bewusst, dass die fehlt. Das ist der Ofenraum. Das war da, wo wir den Schlüssel hätten anwenden müssen. Bin ich ja einfach weitergegangen, dummerweise. Glaube ich. Sobald Mom nach Hause kommt, heißt das nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie ich weg. Meine, das Ding hab ich ja schon. Und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Also ich dachte zumindest, dass ich das hätte. Ich habe auf jeden Fall das gedreht, nachdem der Strom wieder an war. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Ob die Rat hatten wir schon. Was hast du da vor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Nee, das, was wir auf jeden Fall nicht hatten, ist hier in dem anderen Raum. Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Reime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Es war da oben. Das weiß ich, dass wir das verpasst haben, aber ich dachte nicht, dass wir da noch hinkommen. Hey. Wir dürfen auf jeden Fall nicht hier durch den Raum gehen. Leute? Hallo? Aber wir können da ja auch nicht hochklettern. Hey, wo sind denn alle? Ich meine, da oben ist ganz offensichtlich die Leiter, aber wie holen wir die denn runter? Ist hier irgendwie ein Mechanismus, den wir betätigen können? Also irgendwas muss hier ja sein. Das heißt, wir gucken uns hier einfach nochmal ein bisschen um. Wir haben jetzt auch Strom. Das heißt, es sollte ja eigentlich alles funktionieren. Ja, und hier ist halt der Schlüssel. Aber das können wir ja nicht in diesem Kapitel hier holen. Das müssten wir ja mit Chris, die sehr wahrscheinlich den Schlüssel für diesen Raum hat. Den haben wir ja nicht dabei. Oben ist natürlich auch was, aber ich glaube nicht, dass man hier irgendwie da hinkommt, oder? Hier ist halt auch nichts. Klettern kann man hier auch nicht, wir sind ja nicht bei Assassin's Creed. Und hier ist halt auch nur dieser komische Mörderclown. Ja, lach du mal vor dich hin. Du weißt ganz genau, dass wir hier nichts machen können. Ich glaube, da müssen wir weiter zurück. Deswegen ist es ein wenig verwirrend, dass uns das hier angezeigt wird. Wir müssen es halt mit Chris aufschließen und dann können wir da vielleicht in dem Raum irgendetwas machen. Verfolgt? Nein, das muss noch weiter zurück. Da
Das ist alles in der Gegenwart. Das ist auch nicht das Ziel der Dinge. Hier sind wir auf jeden Fall in der Vergangenheit. Gully überquert, blabliblub, der Hof. Hier haben wir auch was übersehen. Und hier der Durchgang. Dann gehen wir doch jetzt erstmal hier zum Durchgang. Und das wird hundertprozentig das sein, was auch in der anderen Zeitlinie da, oder ja, in ein paar Kapiteln später ist. Weil wir sind jetzt nämlich genau hier. Wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Und wir müssen diesen Schlüssel haben, um das hier aufzuschließen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Nicht? Nicht, wenn du sein Sohn bist. Dann tut er beides. Findest du es nicht schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Also wir haben mit Chris auf jeden Fall einen Schlüssel aufgehoben, den wir nie mitgenommen haben. Seitdem ich denken kann, mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen Mädchen... Sackgasse. Liegt hier was, wer anderes? Ne, das ist auch der Clown. Warum sind es immer Clowns? Sind ja nicht immer Clowns, wir haben schon ein paar andere Sachen gefunden. Ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht hilft ihm das ja. Ganz ehrlich? Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Ich bin ja ein wenig verwirrt. Er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg, das Ganze. Okay, das musst du näher erklären. Vielleicht war das seine Art mit dem Stress... Wofür war denn dann der Schlüssel, den wir gefunden haben vorher? Begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu recherchieren. Unkonventionell. Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein. Du meinst doch nicht... Hier ist aber so auch sonst nichts. Hey, es sei denn, weil wir das jetzt geladen haben, zählt es nicht, dass wir den Schlüssel gefunden haben, aber das ist ja sehr merkwürdig. Mein Dad ist voll in Ordnung. Basta. Sicher. Wie du meinst, Mann. Ja, gesperrt, aber wir müssten den Schlüssel haben. Okay, machen wir Folgendes. Gehen wir erstmal zurück zum Hauptmenü. Wir hatten ja hier beim Hof auch noch etwas. War das im Hof schon... Sind die da schon durch den Gully? Ja, da sind sie schon durch den Gully gegangen. Das heißt, theoretisch, damit wir den Schlüssel auf jeden Fall bekommen, müssten wir nochmal im Gully ansetzen. Dann aber wiederum... würde ich wahrscheinlich eher hier ansetzen und den anderen Weg gehen. Einfach um zu gucken, was da passiert und ob wir da auch irgendwas finden. Und dann können wir eventuell den ganzen Abschnitt nochmal spielen, also mit... Wir meine ich mich und ihr seht nur den interessanten Teil. Aber ja, wir schauen mal. Okay. Von hier aus so, hier ist die Entscheidung. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus gehen wir lang. Geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Dann klettern wir doch mal. Lasst uns das möglichst simpel halten und keine Zeit verlieren. Okay, wir müssen nur aufpassen wegen meines Dads. Werden wir. Spring rüber. Die anderen haben sich einfach rüber teleportiert. Aber ja, hier ist auch direkt Loot. Wie kommen wir dahin? Nicht das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Wait a minute. Ach, dadurch. Linda gibt, weist mir den Weg zum Loot. Sehr gut, Linda. Aber das habe ich mir schon gedacht, wenn halt auf der einen Route da was ist, dann... auch hier Loot. Mutter-Tochter-Ring. Wäre das ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Umgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen.
Absolut, ja. So, weiter geht's hier. Mein Vater. Die Entdeckung. Versteckt euch alle. Ihr müsst euch schon gesehen haben. Zumindest irgendwie Schatten oder sonst was. For this shit. Der wird hier nicht nochmal vorbeikommen. Los. Sind wir jetzt schon da? Dann ging das echt schnell. Ich liebe es hier. Mal sehen, was wir dort drin finden. Ja, oder? Ja, wir sind jetzt echt schon am Gully. Ja gut, dann schaue ich mal, dass ich den Schlüssel finde. Bist du denn sicher, den dass hat man ja in diesem Nebenraum gefunden, meine ich. Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht... Aber ja, ich sehe euch, wenn ich den Schlüssel habe. Das kann ich nicht versprechen. So, hier finden wir, glaube ich, den Schlüssel. Oder? Ja. Oh, ein alter Schlüssel. Und der ist doch hundertprozentig für diese eine Tür. Nicht hierfür, ne? Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wofür sonst dieser Schlüssel sein soll. Aber naja, ich sehe euch gleich wieder bei der Tür. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber... Keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Wie war ich? Du warst gut. Wow. Okay. Keiner von uns kann also richtig schauspielern, was? Sorry. Es war okay. Oh, naja. Vielleicht ist es nicht deine Berufung. Ganz ehrlich, ich hasse es. Ich glaube, nächstes Mal will ich was Einfacheres probieren. Zum Beispiel Regie. Ich weiß nicht, ob Regie so viel einfacher ist, aber ja. Alles okay? Ja, Ja, was ist denn, wenn wir alleine rausgehen? Ich werde mal frische Luft schnappen. Du solltest vielleicht auch gehen. Du willst, dass ich gehe? Ich will dich gerade nicht hier haben. Okay, sie wird auch hinterher gezwungen. Gleiches Ergebnis. So, jetzt sind wir wieder hier und wir haben diesen Schlüssel auf jeden Fall dieses Mal dabei. Mal sehen, ob wir jetzt diese Tür öffnen können. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff weiß nur und beißt nicht. Nicht, wenn du sein Sohn bist. Trotzdem merkwürdig, dass das nicht gespeichert worden ist. Wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon. Ich meine, das war schon immer. Seitdem ich denken kann, mir war gar nicht klar, dass das schräg ist. Wir können das Ding verschieben, aber wohin und warum? Oh Gott, hier wird richtig geklettert, ey. Das ist alles für einen Loot-Teil. Ganz ehrlich, ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Was meinst du? Es können wir das hier auch schieben? Er ist eher wie besessen. Brauchen wir ziemlich das nicht? Schräg, das Ganze. Okay, das musst du näher erklären. Vielleicht war das seine Art, mit dem Stress und der Schuld klarzukommen, aber er hat begonnen. Und was müssen wir dann damit machen? Unkonventionell. Hier drunter vielleicht, dass das nicht so weit absinkt? So. Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein. Du meinst doch nicht so Okkultenkram. Sehr viel Aufwand für ein so ein Ding. Ich hätte nichts sagen sollen. Hast du okay. Aber... Ich will euch nichts Falsches in den Kopf setzen.
Mein Dad ist voll in Ordnung. Basta. Sicher. Also wir klettern darüber und wir müssen wahrscheinlich, okay, dann müssen wir wahrscheinlich das Ding einfach hier an die Wand schieben, um dann da hochklettern zu können. Was tust du denn da? Du bist irgendwie ein bisschen stuck gerade. Bitte nicht. Ich möchte das Ganze nicht nochmal machen. Wir sind Hardcore-Stuck. Bitte back dich wieder raus. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Kann ich irgendwie vom letzten Checkpoint starten oder so? Kurz einmal zurück zum Hauptmenü, ja, und wieder neu starten. Die da einfach stuck, ey. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Okay. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Dann müssen wir aber die Dinger hier sehr wahrscheinlich wieder verschieben. Findest du es nicht schräg, dass das von diesem Ort ist? Stimmt schon. Ich meine, das war schon immer. Seitdem ich denken kann. Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzuziehen. So, und jetzt wollen wir das Ding einfach da vorne gegen schieben. Ganz ehrlich, ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Und jetzt können wir hier hochklettern. Was meinst du? Er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg das Ganze. Ah, okay, das musst du näher erklären. Vielleicht war das seine Art. Und jetzt hier hinterher. Er hat begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu sprechen. Unkonventionell. Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein. Du meinst doch nicht. Und jetzt müssen wir balancieren. Hey, ich hätte nichts sagen sollen. Hast du aber. Ich will euch nichts falsch sagen. Da sind wir ja mittlerweile Profis drin. Können wir diese Leiter hier runterlassen? Wie du meinst, Mann. Hup. Shortcut. Jetzt müssten wir hier rüber springen können. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und das alles für ein einziges Loot-Teil. Oh, Jesus. Wohl der größte Aufwand für ein Loot-Teil ever, ey. Naja. Leider runter. Blub. So, haben wir auf jeden Fall schon mal das. Was sagt denn jetzt unsere Sammlung? Uns fehlt immer noch ein Ding. Das ist, wenn wir die immer neu finden, tauchen die auch wieder auf. Das sind die Schicksale, die sind ja eh egal. Wie gesagt, die ändern sich durchgängig. Was haben wir denn noch so an Collectibles? Was haben wir noch übersehen? Müsste ja irgendetwas ganz am Anfang sein. Vielleicht sogar im Kuriositätenladen? Auf jeden Fall nicht hier. Wie sieht es im zweiten Kapitel aus? Oh, warum sind hier zwei? Achso, sie sind überall. Nevermind. Hier fehlt uns auf jeden Fall eine Notiz. Aber mich würde auch noch interessieren, wo wir den letzten Mörder finden. Hier auf jeden Fall nicht. In der Eingangshalle ist die letzte Notiz. Ja, das kann man sich auch irgendwie denken. Es könnte höchstens sein, dass die anderen Sachen auf einem anderen Pfad sich befinden. Was ein bisschen doof wäre, weil hier zum Beispiel hätten wir noch einen Pfad hier unten. Das wäre von der Hauptstraße wahrscheinlich, wenn wir zuerst in den Drugstore gehen. Dann wird da wahrscheinlich irgendwas sein, oder? Geh einfach mal alles weiterhin durch. Aber ansonsten sehe ich nichts. Hier ist halt noch was im Hof.
was auch sehr interessant ist. Gucken wir uns das mal an. Da waren wir zwar gerade, aber ich wusste nicht, dass uns da auch ein Teil fehlt. Aber im Hof ist ja nicht viel, was hier passiert. Und irgendwo hier müssen unsere Loot Senses ja tingeln. Ja doch, stimmt. Ich erinnere mich da hinten. Aber wie kommen wir da hin? Ist das ganz hier hinten rum? Wahrscheinlich, ne? Oh Mann, das ist ja riesig, wo man hier erkunden kann, ey. Aber da ja angezeigt worden ist, dass hier nichts ist, außer das eine Loot-Teil. Gehen wir auch nirgendwo weiter hin. Hier fehlt eine Klinke. Finden wir die denn hier irgendwo? Hier ist abgeschlossen. Können wir die nicht einfach nehmen? Vielleicht reißen wir auch gleich einfach irgendeine Klinke von irgendeiner Tür ab. Bei dem Versuch, sie zu öffnen. Who knows? Hallo Chris. Hast du zufällig eine Klinke? Ich hoffe nicht, dass wir die ganz woanders finden mussten. Das wäre ein bisschen doof. Aber ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich meine, hier ist so viel zu erkunden. Es wäre ja ziemlich offensichtlich, wenn es hier irgendwo wäre. Das wäre übrigens das, wo wir mit den Polizisten rein und raus sind und... Aha. Das kann man doch bestimmt als Klinke verwenden. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn ich als Klinke, dann können wir die Tür zumindest aufstemmen. Das sieht gut aus. Boop. Ob man schön viel Kraft hat, kleine Mädel. Loot. Und das ist, glaube ich, auch die letzte. Damit haben wir alle. Hölzerne Unimaske. Sehr gut. Und jetzt fehlt uns ja immer noch ein Killer. Aber ich sag ja, der wird 100 pro auf dieser anderen Ebene hier sein. Wo war's? Wenn man zuerst in den Drugstore geht, gehe ich mal stark von aus. Hm. Ja, und uns fehlt halt die eine Notiz. Aber ehrlich gesagt geht mir für heute die Zeit aus. Das Ganze mit diesen ganzen Cutscenes, ich meine, ihr habt davon nicht so viel mitbekommen, aber ich musste durch alles durchsitzen und die waren teilweise ganz schön lang. Naja. Ich schau mal, vielleicht können wir das nächste Mal nochmal angehen. Ich überlege mir auch noch, ob es irgendwelche anderen Enden gibt oder es gibt nächste Woche zum Finale an Halloween, das ja nächste Woche Donnerstag ist, am 31. natürlich, wie jeder weiß. vielleicht auch etwas anderes, wir schauen mal. Aber damit bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal bei The Casting of Frank Stone oder einem anderen Horrorspiel. Wir werden sehen. Bis dahin. Bye bye.